Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf meinem Kanal. Wir starten heute gemeinsam in Incursion Red River. Und ja, das Spiel ist jetzt ganz frisch in den Early Access gestartet. Wir hatten ja vor wenigen Monaten bereits die Demo, die es da gab, vom Spiel gespielt. Und die hatte mir ja schon richtig gut gefallen. Ich habe ja das Setting geliebt, das ganze Gefühl, so wie sich das Ganze angefühlt hatte, so vom Gameplay her. Und ja, ich bin absolut happy, dass jetzt hier die Early Access Version draußen ist, denn ich habe in letzter Zeit richtig dem Early Access Release entgegengefiebert, weil mir halt die Demo so gut gefallen hat. Und jetzt labern wir auch gar nicht mehr viel weiter drum herum, sondern wir starten jetzt das Spiel. Let's go! Und da sind wir auch schon direkt mitten im Spiel drin und wie ihr hier auch schon sehen könnt, haben wir drei unterschiedliche Missionen zur Auswahl und ich würde sagen, wir machen einfach mal hier die oberste Mission jetzt. So, was sollen wir da tun? Gehe zum Warenhaus und platziere Bomben. Okay, zwei Bomben soll ich da platzieren. Gut, das sollten wir doch hinbekommen. Okay, was haben wir denn hier Schönes vor unserer Nase? Eine Kiste. Ah, und dort sind die Bomben drin, die wir platzieren müssen. Verstehe, gut. Die einmal einpacken. Zack, die sind jetzt im Rucksack drin. Jetzt einmal unser Sturmgewehr ausgerüstet. Und ja, gehen wir denn jetzt mal lang? Ich würde sagen, wir folgen jetzt einfach mal der Straße hier. So werden wir es machen. Wir werden auf jeden Fall mal schauen, dass wir jetzt schön vorsichtig hier vorgehen, ohne drauf zu gehen. Und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, ob sich am Areal einiges geändert hat, so im Vergleich zur Demo. Gehen mal ganz langsam geduckt hier vor. Da drüben. Jetzt renn hier rüber. So, hier jetzt erstmal so in Position bleiben, würde ich sagen. Und von hier aus feuern wir dann jetzt erstmal. Da drüben. Ja, und ich muss auch gestehen, ich muss erstmal hier wieder reinkommen. Weil jetzt in den letzten Wochen hatte ich nämlich nur Survival-Spiele gespielt. Und überhaupt nichts mit Schusswaffen und so. Und auf jeden Fall, das auch mal so als kleine Sache am Rande, wird auf Dauer das Spiel hier nicht alleine kommen, ja, sondern es ist geplant, dass ich dieses Spiel mit einem anderen YouTuber zusammenbringe. In der nahen Zukunft. Oder vielleicht auch mit einem Freund. Ja, ich glaube, mehr sind hier gerade nicht. Andererseits, seltsam wäre es schon, wenn nur eine einzigste Wache jetzt hier gewesen wäre, bei diesem größeren Posten. Ja. Gehen wir hier hoch. Und ich denke auf jeden Fall, dass ich steuerungsmäßig noch ein bisschen was anpassen werde. Okay, wir gehen weiter, würde ich sagen. Wir gehen mal hier vorne an der Küste entlang. Wo, Hilfe! Ach nee, das ist ein Fahrrad. Ich dachte gerade, das ist irgendwas wie eine Mine oder sowas in der Richtung. Gut, hier scheint es eigentlich auch recht sicher gerade zu sein. Dann gehen wir jetzt gleich mal dorthinter zu dem Körper. Und dem einen, den wir eben erledigt haben. Gut, jetzt einmal den Container hier looten. Und jetzt packen wir mal hier ein paar Sachen ein. Was ist denn das hier? Okay, das kommt mal mit. Genauso wie das Zeug hier.
Aber ob ich es dauerhaft behalte, das ist natürlich dann ein anderes Thema. Gut. Einen Moment, die Munition kommt hier runter wieder. So. Sehr gut. Und es macht auf jeden Fall auch direkt schon wieder Spaß, hier unterwegs zu sein in diesem Spiel. In der Demo hatte mir ja auch schon das Setting so gut gefallen und auch so das Design. Also ich weiß nicht, die Gegend sieht einfach toll aus. Und auch die Soundkulisse finde ich gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft so bringt für dieses Spiel. So. Die Magazine habe ich jetzt mal hier noch mit eingepackt. Auch wenn hier noch ein paar dabei waren, die ich eigentlich gar nicht für meine Waffe so brauche. So. Muss ich mal kurz was gucken. So, hier habe ich die Pistole. Okay. Gut, Pistole habe ich auf der 3 und Sturmgewehr auf der 1. Alles klar. Hier haben wir noch mal eine Kiste. Gucken wir mal rein. Gut, das nehmen wir nicht mit. Oh, dort vorne. Ob dort wohl welche sind? Ich denke nicht. Ich denke eher dort oben dann, dass dort wieder welche unterwegs sind. Das ist viel wahrscheinlicher. Aber nun gut, wir folgen jetzt, denke ich, dem Weg hier weiter. Denn diesen Weg hier kenne ich ja schon von der Demo. Dementsprechend kenne ich mich halt hier ein klein wenig aus. Und das könnte auf jeden Fall von Vorteil sein, wenn ich die Gegend ein bisschen kenne. Und ich denke auf jeden Fall, wir sollten nicht so nah an der Straße laufen, sondern wir sollten eher ein bisschen hier in der Natur unterwegs sein. Von Baum zu Baum gehen und so weiter. Einfach weil wir da ein paar mehr Deckungsmöglichkeiten haben. Und auch vielleicht etwas schlechter entdeckt werden, als wie wenn ich über die Straße einfach offensiv laufe. Los, steig hier rüber. Ah, das geht nicht. Schade. Ja, und hier müssen wir jetzt vorsichtig sein. Bei dem Turm. Wir wissen natürlich nicht, ob dort oben einer ist. Wir warten mal ganz kurz hier und gucken nach oben. Okay. Habt ihr jemanden gehört? Schwierig. Wie machen wir jetzt weiter? Das ist jetzt die Sache hier. Das kommt von dort. Genau aus dieser Umgebung kommt das. Wir könnten es so machen, dass wir da drüber rennen zu diesen Tonnen, dort dann in Deckung gehen und von dort aus dann feuern. Oder wir gehen jetzt mal hier hinter zu diesen schmalen Bäumen, aber man muss sagen, die geben wenig Deckung. Aufpassen. Schön aufpassen jetzt hier. Auch nochmal hochgucken bezüglich des Turms. Aber der Turm scheint auf jeden Fall sicher zu sein. Ich denke, wir gehen ganz fix den Turm hoch, oder? Los. Lauf hoch. Sehr gut. So, von hier oben aus gucken wir jetzt erstmal runter. Da! Ah, na super. Komm schon. Da unten drunter. Muss der irgendwo sein.
Guck erst mal ganz fix hier rein. Okay, das wäre eine neue AK. Lass uns die nehmen. Denn die hier ist ja immerhin voll. Ja, dann tue ich die AK, wo nur noch 5 Kugeln sind, weg. Und nehme jetzt die mit dem komplett vollen Magazin mit. So, sehr schön. AK in die Hand nehmen. Halt, wie sieht der Zustand aus von meiner Weste? Okay. Zustand sieht diesbezüglich noch gut aus. Das überrascht mich. Da! Weiß jetzt, wo er ist. Dort. Hallo? Er hält die Waffe schon wieder komisch hoch. Jetzt habe ich ihn. Gut. Okay, das war jetzt gerade wirklich ein bisschen störend. Wenn ich hier so rangehe, dass er dann die Waffe so hier hochhält. Aber nun gut. Wir haben es geschafft. Er ist ausgeschaltet. Und für die Zukunft würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es da dann noch ein paar unterschiedliche Gegnerarten gibt. Was das Ganze hier dann noch ein bisschen schwerer machen würde. Also jetzt so Sachen wie Scharfschützen und sowas, weil hier der Turm, da war ja komplett leer. Was mich ja überrascht hat. Also, ja. Wäre das mein Posten? Ich hätte dort oben einen Scharfschützen. So, jetzt packen wir mal hier die Magazine ein. Nein, das ist super. Ich muss ganz fix hier Platz machen. Ja, das stört mich gerade. Ich brauche gerade ein bisschen zu lange hier für meinen Geschmack. Das muss ich auf jeden Fall in Zukunft schneller hinbekommen. Weil ich fühle mich wirklich zu sehr ungeschützt, wenn ich sowas mache. Und vor allem, wenn ich alleine unterwegs bin, ist das vor allem nicht gut. Ja, wenn ich dann so lange da dran hänge. Und was kann ich wohl mit dem Benzin machen? Wollen wir ganz kurz was gucken? Okay, gehen wir weiter. Ich meine, ein Fahrzeug wird man wohl kaum nehmen können. Ich meine, das wäre auch viel zu auffällig. Vielleicht irgendwas machen für ein Ziel oder so, für eine Mission, wer weiß. Okay, jetzt packen wir erstmal hier diese Medikamente und so ein. So, wunderbar. Und weiter geht's. Da drüben sehe ich einen Posten mit solchen Containern. Ja, und hier war da oben, müsste dann irgendwo dieses eine Lager sein eigentlich. Okay, ich höre da jemanden. Wie viele Kugeln haben wir noch drin? 25. Gut, ich will jetzt mal die MP nehmen. Nein, Hilfe! Super. Das war jetzt nicht geplant. Ich bin gerade nicht mit Absicht da drauf gekommen. Das ist super. Das war es aber dann jetzt auf jeden Fall mit der Tarnung. Aber man muss auch sagen, das Ganze war auch natürlich sehr leise. Also vielleicht sind wir nicht aufgeflogen. Komm, geh hier ran. Die Munition brauchen wir nicht. Weiter. Alter, Hilfe! Ich bin gerade irgendwie komplett nicht so drin hier in Sachen Steuerung und so. Also irgendwie muss ich gerade noch hier zurechtkommen. Shit, where'd they go? Ich spiele eindeutig zu viele. Zu viele Survival-Spiele in letzter Zeit.
Ich habe irgendwie es überhaupt nicht mehr drauf in Bezug so auf Schießen. Aber es macht auf jeden Fall gerade Bock. Und apropos Survival-Spiele, an der Stelle auch mal eine kleine Info an alle, die momentan vielleicht warten auf Videos zu Nightingale oder auch Winter Survival und Co. Momentan komme ich leider nicht so richtig viel zum Aufnehmen. Das wird aber jetzt bald auch wieder besser. Das mal so als kleine Sache am Rande. Moment, das hier droppen und das hier rein. Sehr gut. Jetzt haben wir hier eine andere AK. Die hat ein Visier drauf. Sehr schön. So ein Rotpunktvisier finde ich immer schön. Gehen wir mal weiter. Wir laufen auf jeden Fall schön hier an der Mauer entlang. Hier an diesem Berg. Halt da oben. Nein, kein Sichtkontakt. Man muss natürlich aber auch direkt noch mit so sagen, ja, also. Wenn ich jetzt natürlich das Spiel mit jemand anders zusammenspielen würde, dann würde ich nochmal ganz anders vorgehen, als wie wenn ich hier so alleine unterwegs bin. Da würde ich dann natürlich nochmal ein bisschen mehr taktische Möglichkeiten haben. Ja, alleine schon in Bezug so auf Absprechen und Co. So, das einen mal hier rein. Sehr schön. Die MP jetzt einmal durchladen. Ah, Moment. Ich muss das vom Backpack hier oben reintun. Halt. Ja, das war jetzt so nicht geplant. Ich will das gerne austauschen. Wie geht denn das hier nochmal? Ach, der Moment, wenn man hier sich noch nicht ganz so auskennt. Naja, hauen wir das einfach mal raus. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Dann haue ich das hier drüben rein. Das hier hoch. Jetzt das Magazin in die Waffe rein. Und jetzt ist hier wieder ein Slot frei und dann kann das wieder hier oben rein. So, wunderbar. Das hat auch so hier geklappt. Weiter kann's gehen. Hier gucken wir nochmal rein. Aber so viel muss ich jetzt gerade eigentlich gar nicht mal mehr mitnehmen. Ich habe eigentlich jetzt gerade recht viel Munition parat. Das Einzige, was ich ganz gerne jetzt noch mal ein bisschen finden wollen würde, sind so Sachen wie ja, Medikamente und Verbände. Das wäre noch ganz toll. Jawohl, hier haben wir sogar direkt Medikamente. Wunderbar. Und hier haben wir ein Motherboard und eine Toolbox. Wir nehmen mal das Motherboard mit. Erstmal. Und jetzt gehen wir auf ganz vorsichtig hier hoch. Und ich habe auf jeden Fall mega Bock darauf, das Spiel mit jemandem zusammenzuspielen. Denn ich glaube, das könnte halt wirklich da dann extrem viel Laune machen, wenn man das Ganze dann schön taktisch und so zusammenspielt. Ich weiß, diese zwei Spiele kannst du jetzt vielleicht gar nicht so ganz damit vergleichen mit Incursion Red River, aber irgendwie muss ich, wenn ich das Spiel gerade hier so spiele, denken an meine alten Rainbow Six Siege-Zeiten. Ich habe ja damals Rainbow Six Siege im Clan gespielt. Damals auf der PlayStation. Und daran muss ich irgendwie denken, wenn ich hier so langsam unterwegs bin und so weiter. Und da bekomme ich halt dann auch direkt so Bock, das mit jemandem zusammenzuspielen, wo ich mich dann so abspreche. Ja, ich sichere jetzt erstmal diesen Bereich hier. Geh du dort schon mal vor und so weiter.
Es ist mir gerade hier etwas zu ruhig. Bleiben wir jetzt mal ganz kurz hier sitzen. Hier hinten habe ich immerhin etwas Deckung. Obwohl, sogar eine sehr, sehr schöne Position hier. Also hier ist man wirklich eigentlich sehr gut geschützt. Und mal sehen auf jeden Fall, was die Zukunft bringt so für das Spiel. Vor allem was andere Karten betrifft, bin ich sehr gespannt. Ich muss sagen, ich fände es irgendwie cool, wenn es eine Karte geben würde, die so ein bisschen wäre mit so einem Damm oder sowas, ja? Irgendwie hätte das was, ich weiß auch nicht warum. So, wir schauen jetzt mal ganz kurz hier rein. Hiervon brauchen wir nichts. Gut, abrücken. Obwohl, wir könnten hier nochmal hochgehen. Na, vielleicht sehe ich von hier oben aus auch noch jemanden. Aber nee, sieht nicht danach aus. Ja, und auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass es in Zukunft ein paar mehr Gegner gibt. Also diese größeren Orte hier, wie jetzt auch hier, das mit der ganzen Lagerhalle und so weiter, das wirkt halt wirklich alles ein bisschen sehr verlassen. Also klar, ich erwarte jetzt natürlich nicht von dem Spiel, dass es sowas ist wie Call of Duty, ja, versteht mich nicht falsch. Also ich erwarte jetzt natürlich nicht, dass hier irgendwie 30, 40 Soldaten, die feindlich sind, hier so rumrennen, ja, das erwarte ich nicht. Aber einfach halt so ein bisschen, das ist halt ein bisschen, ja, belebter in Anführungsstrichen noch wirkt. Also jetzt zum Beispiel vorhin bei dem Turm ein Scharfschütze. Hier bei dem Lager dann vielleicht sowas wie, ja, ein paar solche Normalsoldaten mit Sturmgewehren, dann vielleicht welche mit Schrotflinten und sowas. Halt einfach so ein bisschen Varianz da. Aber das Spiel ist ja noch im Early Access, also es kann sich ja sehr, sehr viel da tun. Und ich habe auch noch nicht die... Okay, da hat es glaube ich jemand gesehen. Ja. Und ich habe auf jeden Fall auch noch nicht die Roadmap gelesen. Wollte ich mir ganz gerne vielleicht auch in dieser Folge mal noch ganz zum Schluss dann ansehen mit euch. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass das Spiel eine Roadmap hat bis 2025. Das habe ich auf jeden Fall schon mitbekommen. Da! Sehr gut. Wir haben ihn erwischt. Gut gemacht. Auf jeden Fall, was ich ja toll finde an dem Spiel ist, dass es ja so, ja, PvE ist, also ohne PvP. Das finde ich ja besonders toll an dem Spiel. So, jetzt haue ich mal ganz kurz diese Sachen hier rüber. Ja, und fühle mich währenddessen wieder komplett ungeschützt. Ich hoffe einfach mal, dass währenddessen jetzt... nicht nochmal einer hierher kommt, aber ich bin eigentlich gerade zuversichtlich diesbezüglich. So, den Rucksack wegtun und jetzt den großen hier mitnehmen. Wunderbar. Wie könnten wir das denn mal noch anders sortieren? Da wenn noch ein bisschen mehr Platz da ist. Das hier so hoch, ja. Und jetzt will ich mal kurz gucken. Ne, würde immer noch nicht reichen vom Platz her. Schade. Weil ich würde dieses Sturmgewehr später ganz gerne auch mal noch testen wollen. Deswegen hätte ich das gerne jetzt mal noch so mitgenommen. Und auf jeden Fall machen wir jetzt hier die erste Folge ein bisschen länger. Also ich denke,
Ich werde jetzt hier so auf die einstündige Grenze so circa gehen. Oder bis wir halt drauf gehen, wer weiß. Ja. Vielleicht schaffen wir auch gar nicht unser Missionsziel, kann auch sein. Und sowieso muss ich auch mal gucken, was zukünftige Folgen betrifft, wie wir es da dann machen werden, so mit Länge und so weiter. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass ich da dann, wenn eine Mission länger geht, die dann immer so aufteile auf zwei Videos immer. Also dann so eine Länge von einer halben Stunde vielleicht nur mache, so in etwa. Aber da könnt ihr ja auch einfach gerne mal Feedback da lassen, ja? Ob ihr gerne kürzere Videos wollt oder ob ihr auch sagt, ja, hey, Taro, ich würde mir auch eine Stunde von dir angucken, immer zu Incursion Red River. Und sowieso, jetzt im April stehen auch noch einige neue Projekte an. Da könnt ihr euch auch noch drauf freuen. Also ich glaube, jetzt im April kommen noch insgesamt 5 oder 6 neue Spiele hier auf dem Kanal. Vor allem alle Ende April. Da habe ich dann auch noch mal ordentlich was zu tun, so mit Aufnehmen und so weiter. Vor allem, da ich auch Anfang Mai dann in den Urlaub fliege. Da werde ich dann auch noch viel vorproduzieren wieder müssen. Wer den Kanal ja schon länger verfolgt, der weiß ja, ich bin ja immer im Mai in Finnland. Boah, Deckung! Ah, zurück, zurück, zurück. Ja, und ich muss das dringend noch ändern hier mit dem Ducken. Weil ich wollte nämlich eben eigentlich geduckt bleiben und nebenbei so rüberschauen. Das geht aber nicht ganz so einfach mit der Tastenbelegung, die ich jetzt hier aktuell habe. Oh, Hilfe. Moment. Ich geh mal ganz kurz jetzt ins Menü rein. Ich glaube, das Spiel geht im Hintergrund weiter, oder? Sieht ganz so aus. Sieht ganz so aus. Gut, hier ist es mit dem Hinhocken. Ja, auf C ist das gerade. Ich möchte gar nicht hier irgendwas ändern, dass ich, wenn ich C drücke, er dann so gehockt bleibt. Und dass ich das nicht gedrückt halten muss. Das wäre schön. Mal gucken, ob ich da noch eine Einstellung finde. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Da muss ich mich ja erstmal dran gewöhnen. Hätte ich auch kein Problem mit. Nach einer Weile würde ich mich dann auch dran gewöhnen. Ich denke, wir rennen jetzt gleich darüber zu dem Gebäude. Und was ich gerade schon ganz neugierig anschaue, ist das dort oben. Weil in der Demo waren wir ja hier in dem Gebäude schon mal. Da habe ich ja von dort aus recht viele Gegner abgeschossen. Und dieser Weg da so nach drüben, der war da auf jeden Fall noch nicht da. Okay, ich denke, wir rennen jetzt hinten rein, oder? Wir warten mal noch kurz ein bisschen. Gucken wir uns noch ein bisschen die Umgebung hier an. Da, ich habe gerade was gesehen da drüben. Ich habe Kontakt. Na, da habe ich gerade irgendwas gesehen. Aber ich glaube, das ist zu weit weg. Ich gucke nochmal ganz kurz nach, wie viele Kugeln ich noch drin habe. Okay, 11 Kugeln hätte ich jetzt noch drin. Ich denke, wir laden aber mal noch nicht nach. Los, wir rennen vor.
Lauf, 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 lauf. Da! Was war das? Nein, da war keiner. Okay, dort hoch dann jetzt als nächstes. Lauf. Gut, wir schauen uns gleich hier die Kisten an. Aber erstmal möchte ich hier hinten durchschauen. Da! Jawohl, das war ein Kopftreffer. Obwohl, Moment. Sehr gut, hab ihn. Sehr schön. Ich habe ihn gerade wunderbar weggemacht. Ich habe ihn nämlich auch direkt wieder drüben erkannt wegen seinem Schatten dort. Das sind auf jeden Fall so kleine Details, auf die man immer mal wieder so achten kann. Ja, die einem dann auch nochmal helfen. Und auf jeden Fall hat hier gerade nochmal einer gesprochen. Ich denke, wir halten einfach mal hier die Position so hier. Wenn hier hinten einer kommt, sehe ich das dann hier so. Ich bin ja hier auch recht gut geschützt eigentlich. So, ich gucke nochmal ganz kurz nach. Kugeln. 7 Stück haben wir noch drin. Ich gehe mal ganz kurz hier hinter. Hier ein bisschen durchschauen. Und konnte ich eigentlich hier durch diese Fenster durchschießen? Das weiß ich leider gerade nicht mehr. Bin mir da nicht so ganz sicher. Falls der eine oder andere das von euch weiß, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Da unten. Warten, bis wir ihn besser im Visier haben. Jetzt! Nachladen! Position halten. Erledigt. Gut. Okay, ich denke, wir schauen dann jetzt erstmal hier rein. Komme ich hier durch? Nee, das geht nicht. Ich war mir jetzt hier nicht mehr ganz so sicher, ob ich hier damals durchgegangen bin in der Demo. Hier müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein, weil vielleicht kommt dann gleich noch mal einer hierher. Und mir kommt es auf jeden Fall gerade so vor, als ob die Sonne langsam untergehen würde hier. Und ich muss mal bei dem eben was gucken wegen der Weste. Okay, der hat noch mal ein Magazin dabei. Sehr schön. Das kommt mit mir mit. Und jetzt hier nach oben. Hier auch noch in die Kiste schauen, los. Gut, das nehmen wir einfach mal noch mit. Einfach weil es unser Platz gerade hergibt. Ja, und ich glaube wirklich, die Sonne geht langsam hier unter. Aber natürlich nicht ganz hundertprozentig da jetzt so sicher. Aber es scheint auf jeden Fall so, als ob es hier einen Tag-Nacht-Wechsel geben würde. So. Jetzt gehen wir mal hier über diesen Weg. Hier hat man auch perfekten Überblick so auf die Hauptstraße dort vorne. Ich hier draufsteigen auf die Kiste. Und das geht leider nicht. Sonst hätte ich mich einen noch besseren Überblick dann hier so gehabt. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, das ist Essen. Ja, das packen wir mal ein. Gut. Halt! Da ist auch noch ein Magazin für die MP5. Ja, das können wir mal noch mit einpacken, so zusätzlich. Macht auf jeden Fall gerade jetzt schon Laune hier, so unterwegs zu sein. Und
Auch eine Sache da mal noch mit am Rande. Falls dem einen oder anderen jetzt hier nicht gefällt mein Spielstil, wie ich das Ganze hier spiele, dann ja, muss der jeweilige sich entweder einen anderen YouTuber suchen, der das Spiel auch spielt, oder es halt selbst spielen. Ja. Warum ich das jetzt gerade noch so sage, ich habe in letzter Zeit auch mitbekommen, dass immer mal wieder so, ja, Experten meinen, es lieber besser zu wissen oder ja, mach Spiel so und so weiter. Deswegen, ja, ich zwinge niemanden, sich das Ganze hier anzusehen, wie ich hier rumlaufe. So, gehen wir jetzt mal hier runter. Okay, rechts. Ui, und der Helm hier ist gut. Den will ich haben. So. Sehr schön. Der Helm hält nämlich mehr aus als der von uns. Ich höre sie. Sie sind genau hinter uns. Das ist dort bei der Außenseite dann. Ja, hier rechts. Ding ist, ich muss mir auch was sicher sein, dass links keiner mehr ist, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es dort alles safe ist. Da drüben. Feuer. Dort hinten ist noch jemand. Wir laufen mal darüber zu dem Wagen. Raus. Hier vorne sind sie. Schussbereit machen. Feuer! Sehr gut. Ich denke, diesen Bereich haben wir jetzt recht gut gesichert. Wir gehen dann jetzt weiter. Ja, und es wird jetzt immer dunkler hier. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, dann, wenn es ganz dunkel ist. Das könnte die Kämpfe vor allem auch noch mal richtig intensiv machen. Komme ich hier rüber? Nein, das funktioniert nicht. Schade. Ja, und hier unten ist dann dieser große Militärstützpunkt. Da hatten wir ja dann Schluss gemacht in der Demo, das weiß ich noch. Hier. Gut, da will ich jetzt noch hinmachen. Komm. Und dort sind diese Hallen. Dort werde ich dann bestimmt auch das Zeug platzieren müssen. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier vorgehe.
Das könnte jetzt nämlich wirklich ganz schwierig hier werden. Ich meine, hier unten sehen wir schon, ja. Hier kann ich sowas wie ein Nachtsichtgerät dann auch noch mit auswählen. Boah, wo ist denn das? Hinter uns, oder? Oder? Ich glaube hier oben. Nimm die MP5 in die Hand. Ich muss ganz dringend, glaube ich, nochmal hier hochgucken. Ja, ich höre es doch genau über mir. Gar nicht gut. Super, ich komme hier nirgendwo hoch mehr. Das hat mir jetzt gerade noch so gefehlt. Boah, Hilfe! Bei der Dunkelheit will ich jetzt eigentlich nicht hier rumrennen. Vor allem ohne Nachtsichtgerät. So, wo ist jetzt der hier eben gesprochen hat? Es hat sich eigentlich so angehört, ob der genau hier oben reden würde, auf der Straße. Aber ich sehe hier keinen. Seltsam. Oder war das doch weiter unten? Glaube ich eigentlich nicht. Ich dachte, ich habe eigentlich das von hier oben aus gehört. Na gut. Wir machen jetzt einfach weiter nach unten. Zu dem Stützpunkt, denke ich. Und müssen dann einfach noch ein bisschen vorsichtiger sein. Boah, das Ganze gefällt mir gerade gar nicht hier mit der Situation. Aber cool auf jeden Fall, dass die Entwickler so einen Tag-Nacht-Wechsel hier eingebaut haben im Spiel. Also das muss ich auf jeden Fall loben. Hilfe, ich hänge fest. Super, ich komme gerade nicht. Okay, jetzt. Gut, ich kam da gerade nicht mehr raus. Komm, hier hoch bitte. Geht nicht. Ich würde aber gerne dort rübergehen wollen, über diese Rampe. Gerade eigentlich mein Plan. Und wir gehen jetzt einfach hier frontal rein. Ne, Hilfe. Ich wollte eigentlich hier oben rein. Ich werde das jetzt nochmal versuchen, dass ich dort irgendwie reingehe. Ja, hier würde ich mir halt wirklich wünschen, dass man jetzt hier so ein bisschen hochsteigen könnte. Ja, du kommst halt hier leider nirgendwo hoch. Ich kann zwar so ein bisschen leicht sprengen mit meiner Figur. Ja. Aber ihr schafft das leider nicht hoch. Das ist wirklich ein bisschen schade. Komm, vielleicht schaffe ich es von hier aus. Nee, das wird so nichts. Oder? Ja, komm. Nee, ich laufe hier wie gegen eine unsichtbare Wand. Hat. Alter, womit hat denn der hier gerade eben auf mich geschossen? Das hat sich angehört wie ein MG oder sowas in der Art. Auf jeden Fall erwarten uns hier noch mehr. So wie sich das anhört. Ich lade mal kurz alles von mir nach. So, was hat er jetzt dabei? Alter, eine Scar. Sehr cool. Okay. Ja, dieses Scar würde mich schon reizen. Aber wir haben halt mehr Munition für Dings jetzt gerade. Mehr Munition für die AK. Gut, dass wir hier noch mit reinpacken. Sehr gut. Muss man noch kurz was gucken.
Okay. Da kommt einer. Ich denke, wir werden warten hier auf den. Da oben. Oder hier rein. Und dort aus meiner Deckung gehen. Los, lauf. Sehr gut. Lauf, 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 lauf. Und ich hoffe, ihr könnt auch gut noch was erkennen, so im Video. Jetzt gerade hier so bei der Dunkelheit. Das mal noch hier reinpacken. Gut. Was haben wir denn hier? Ah, okay, mit dem Dietrich kann ich das hier so aufknacken, verstehe. Und wo ich dann auf jeden Fall gespannt bin, ist, wie das dann geht mit dem Bombenplatzieren. Weil hier habe ich ja nur die Möglichkeit, die zu droppen, die Bombe. Und hier so, Inspektion. Aber wie sieht es da aus mit dem Platzieren? Also, muss ich die dann einfach raushauen, indem ich die einfach auf den Boden droppe, um die zu platzieren? Oder wird da dann was dastehen, wie jetzt hier bei der Tür? Das weiß ich leider überhaupt noch nicht, wie das damit dann aussehen wird. Auf nach unten. Los, wir gehen dort hinten hoch. Da drüben links. Umgefallen. Das wird auf jeden Fall noch mehr angelockt haben jetzt. Das Ganze jetzt war schon sehr auffällig. Ich will mir dann gleich mal angucken, was da dabei hat. Muss halt jetzt aber extrem aufpassen. Nicht, dass währenddessen hier einer angelaufen kommt. Gerade was gucken. Das Visier hier runter. Moment, Moment, Moment. Ich muss ganz fix ein bisschen Platz schaffen. Ah, das ist super. Das dauert gerade zu lange. Drop das. Hau das hier rein. Und jetzt das Visier da oben drauf hauen. Moment. Ah. Ich fühle mich gerade so unsicher hier. Gut. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hier kommt doch schon wieder irgendwas. So, Inspektion. Wie sieht's hier aus mit den Teilen und so? Okay. Mal ganz kurz hier drüber hin. Zack. Jetzt nochmal hier rüber. Jetzt habe ich das hier wieder eingepackt.
gehe jetzt einfach so hier weiter. Irgendwie habe ich jetzt gerade hier was falsch gemacht. Gib das Ding wieder her. So. Ich nehme das jetzt einfach so hier wieder mit. Auf jeden Fall hatte ich da jetzt gerade irgendwas falsch gemacht mit dem Visier und so weiter. Aber es ist auch nicht weiter schlimm. Ich will einfach nicht noch länger jetzt hier dran hängen. Weil ich fühle mich sonst wirklich ganz, ganz unwohl. Auf jeden Fall werde ich in Zukunft auch mal noch ein paar Sachen üben, so auf diesem Trainingsplatz, den man hat bei sich so in der Basis. Was haben wir denn hier oben? Hier haben wir wieder ein neues AK-Magazin. Gut, das erstmal einstecken. Ah, die Tür hier ist verschlossen. Okay, vorsichtig geknackt. Und jetzt einmal kurz auf den Turm hochgehen. Gut, mit dem Turm hier haben wir leider keinen guten Ausblick. Diesen Bereich da drüben. Obwohl doch. Zwei Wachen sehe ich. Der eine sieht etwas mehr gepanzert aus, der dort ist. Wir könnten auf jeden Fall in Betracht ziehen, den einen wegzufeuern jetzt gleich. Dort hinten ist auch noch mal was. Schwierig. Ja, also ich denke, wir machen das jetzt so, dass wir einen von hier oben aus jetzt wegfeuern. Am liebsten wäre mit der dort vorne ist. Obwohl. Soll ich Feuer auf den dort hinten errichten? Oh! Schwierig. So, jetzt bin ich auch noch aufgeflogen. Ich hätte einfach vorhin schon feuern sollen, statt so lange zu warten, um mir das auszuüberlegen. Das war dumm. Das war wirklich dumm von mir. Aber hey, Hauptsache ich lebe noch. Gut, und ob wir den einen jetzt erwischt haben, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber ich denke, auf jeden Fall haben wir ihn verletzt. Oder zumindest haben wir seine Weste, denke ich, beschädigt. Das da drüben ist die Halle von eben. Das da drüben ist auf jeden Fall die Halle, die wir gesehen hatten. Wo der eine drin rumgerannt ist. Und der andere ist ja dann außen rumgelaufen. Hey, we got that. Ja, und ich vermisse gerade mein Visier. Ich merke wirklich, dass ich gerade hier so mit der AK irgendwie gar nicht mehr zurechtkomme. Warten. Ich höre sie langsam laufen. Ja, wir sind jetzt in einer ganz ungünstigen Situation hier angelangt.
Weil jetzt kann nämlich was von dort kommen und von dort drüben, also von zwei Seiten. Das ist wirklich eine ganz ungünstige Situation jetzt gerade hier. Einen haben wir jetzt auf jeden Fall nochmal erwischt. Da würde ich mir dann ganz gerne mal anschauen, so die Sachen von ihm. Da oben ist auch noch mal einer bei dem Turm. Ich könnte jetzt einen Schuss natürlich hier wagen, aber ich glaube, das wäre eine Munitionsverschwendung und ich würde dann unnötig noch mehr Aufmerksamkeit hier auf uns lenken. Perfekt. Ich glaube, hier von dem Bereich haben wir jetzt alle erwischt. Sehr gut. Alter, was ist denn das für ein Ding? What? What, 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 what? Was bist du denn für eine Waffe? Eine M4A1, okay. Das Ding hat bei dem irgendwie sowas wie ein größeres Magazin. Alter. Geiles Ding. Also, das muss ich schon mal sagen. Ja, komm, das will ich haben. Ich will die Waffe jetzt mal testen. Alter. Vor allem dieses große Magazin finde ich halt wirklich extrem geil. Aber muss man halt auch sagen, braucht man das? Ja? Also ich glaube, ich bin eigentlich auch zufrieden immer so mit dem 30-Schuss-Magazin, bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube, mir reichen auch 30 Schuss immer. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, und einen Körper haben wir uns auf jeden Fall noch nicht angesehen. Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen. Den hier drüben habe ich vergessen. Oder? Moment. Gut. Können weiter. Und ich glaube wirklich, in dem Level hier könnte ich gefühlt 2 Stunden oder vielleicht sogar 3 Stunden rumrennen, bis ich hier alles einmal so mir angesehen habe. Aber auf jeden Fall ist das Level sehr, sehr groß. Das muss man schon einfach mal so sagen. Aber natürlich, ja, ist es auch nur so der erste Eindruck jetzt gerade. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, wenn du die Karte dann erstmal so richtig kennst und so, ja, weißt, wo ist was? Ich glaube, dann ändert sich da diesbezüglich meine Meinung auch nochmal ganz schnell. Guck mal, was hier haben. Okay. Das hier könnte ich eigentlich mitnehmen. Das müsste hier reingehen, oder? Ja. Ja, ich muss sagen, das wollte ich mir auch einfach mal so reinhauen, oder? Adrenalininjektion. Gerade angerufen. So, jetzt einmal das Menü hier wieder schließen. Jetzt gehen wir mal noch da drüber zu der Halle. Und wenn wir dann jetzt drauf gehen, ist dann auch nicht so schlimm. Ja. Weiter los. Alter, das Ding rattert aber schön durch. Schöne Waffe. Auch wenn ich sagen muss, ich glaube, so Schnellfeuersachen werde ich
eher nicht bevorzugen in dem Spiel. Ich glaube, hier mag ich eher so Einzelfeuer. Das passt einfach hier so besser zu meiner Art von Spielstil, denke ich. Okay, gehen wir mal wieder runter. Ganz kurz mal hier reinschauen. So, das einmal benutzen. Sehr gut. Halt, nein, nein, nachladen wollte ich nicht. No, das war jetzt gerade nicht mein Plan. Okay. Halt. Ah, dafür habe ich jetzt nicht nochmal Platz. Ja, ist auch nicht weiter schlimm. Ist auch nicht weiter schlimm. Aber ich denke auf jeden Fall, dass ihr jetzt erstmal mit dem Video hier auch einen guten Einblick so mitbekommen habt von dem Spiel. Und ich denke, wir machen dann gleich auch hier Schluss, weil wir sind nämlich jetzt auch schon so bei der einen Stunde hier so angekommen, was die Länge so betrifft. Ich werde hier nur noch mal kurz was nachgucken. Hau das mal bitte hier raus. Okay, Leute, ich würde sagen, hier machen wir dann jetzt Schluss an der Stelle mit dem Video. Und das mit der Bombe können wir scheinbar noch gar nicht machen. Denn ich habe jetzt gerade eben mal einen Entwickler angeschrieben des Spiels und der meinte auch zu mir, ja, momentan ist das Ganze verbuggt, später kommt aber noch ein Patch. Und dementsprechend, wenn dieses Video hier rauskommt, kann es sogar schon sein, dass da dann schon der Patch erschienen ist. Und haut auf jeden Fall jetzt gerne mal zum Schluss der ersten Folge in die Kommentare, was euer Eindruck so vom Spiel ist. Und unterstützt natürlich auch gerne das Projekt mit dem Daumen nach oben. Und ich muss auf jeden Fall sagen, ich finde, das Spiel hat eine Menge Potenzial und ich werde das Spiel auf jeden Fall auch langfristig weiter verfolgen. Und ich bin jetzt gerade auch nochmal hier auf der Roadmap-Seite. Die kann ich euch ja auch nochmal ganz fix hier kurz zeigen. So, hier haben wir die Roadmap. Da sehen wir auch schon, eine neue Karte kommt. Die ist geplant. 7 neue Waffen sind geplant. Da sehen wir hier auch schon so ein paar Namen. Eine Chris Vector, eine Remington. Und das hier unten hört sich doch auch interessant an. Ja? Bosse. Interessant. Ja? Und hier auch. Ja? Features. Also, da ist doch viel interessantes Zeug geplant. Ja? Also, man kann wirklich extrem gespannt sein, was die Zukunft betrifft. Aber nun gut, das war's jetzt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, tschüssi.